Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. 1, 2, 3! Ich habe jetzt für eine längere Zeit nicht regelmäßig YouTube-Videos hochgeladen und deshalb dachte ich mir, gebe ich euch jetzt einfach mal so ein Lebensupdate und Q&A-Video von mir, weil schon ein bisschen was in der Zeit passiert ist, als ich keine Videos hochgeladen habe. Und ja, ich dachte mir, ich mache das Ganze im Auto, weil irgendwie finde ich das ganz cool. Ich habe noch ein YouTube-Video aus dem Auto rausgemacht und weil ich jetzt ja auch meinen Führerschein habe, dachte ich mir irgendwie, das ist ganz cool. Und ja, nur ich hoffe, dass nicht so viele störende Geräusche im Hintergrund sind. Und ich habe Angst, dass sich meine Kamera verabschiedet, weil ich habe die da so richtig unsicher hingestellt. Ja, ich hoffe, dass die Perspektive und so einigermaßen geht, dass sie nicht zu tief sitzt. Ich sehe so aus, als wäre ich voll riesig irgendwie, weil die Kamera so weit unten steht. Aber egal, ihr habt mir Fragen auf Insta geschrieben und die werde ich jetzt einfach mal in diesem Video beantworten und euch ein bisschen updaten. Und übrigens, es sind gefühlte 40 Grad hier in diesem Auto. Ja, ich habe mich extra hingesetzt und dauernd kommen so Bohrgeräusche. Ich versuche einfach in den Pausen zu filmen, wo keine Bohrgeräusche sind. Also dieses YouTube-Video hier ist eine sehr schwere Geburt. Und ich glaube, ich bin komplett tot, wenn ich das fertig gefilmt habe. Aber ich ziehe das jetzt durch. Also ich habe richtig viele Fragen bekommen. Und ich habe mir da jetzt einfach mal ein paar rausgesucht und abgescreenshottet und ja, die werde ich jetzt beantworten. Ich hoffe, hier laufen keine Leute rum, weil das wäre extrem peinlich und jetzt kommt wieder das Bohrgeräusch. Lieben wir. Also ich dachte mal, zuerst beantworte ich einfach die Frage, warum ich so inaktiv war in der letzten Zeit, weil dazu habe ich auf jeden Fall sehr viele Nachrichten bekommen, weil ich war ja auch auf TikTok nicht so aktiv, auf Insta war ich in der Story aktiv, aber sonst nicht so. Ich habe Angst, dass hier Leute kommen, weil die denken ja auch, ich bin verrückt, weil ich einfach so rede. Egal. Auf jeden Fall war ich sehr inaktiv, weil wir erstens Klausurenphase hatten in der Schule. Wir haben im Moment immer noch keine Ferien, aber nächste Woche haben wir dann Ferien. Und da hatte ich halt ziemlich viel Stress. Dann kam noch dazu, dass wir richtig viele Turnwettkämpfe halt hatten. Und es war mir einfach alles ein bisschen viel. Ich hatte auch nicht so die Motivation, muss ich ehrlich sein, YouTube-Videos zu schneiden. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass einfach die Luft raus ist. Und ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie gar keine Lust, mich dran zu setzen und neue Videos zu schneiden. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, ich habe schon so viele Morgenroutinen gemacht, Abendroutinen gemacht, so. Ich habe mir halt so gedacht, was bringt das jetzt, wenn ich noch so ein ähnliches Video mache, weil ich schon so viele davon habe und keine Ahnung, ich habe irgendwie so alles hinterfragt oder ob das überhaupt das alles wert ist, so dass ich immer so viel Zeit aufwende und YouTube-Videos schneide und produziere und so, weil es nimmt schon echt viel Zeit weg und ich meine, ich will auch mal einfach nichts tun und einfach so, ist da jemand? Und einfach so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es war einfach irgendwie die Luft raus und ich versuche jetzt aber wieder aktiver zu werden, weil in den Ferien kann ich mich voll und ganz auf Social Media konzentrieren. Aber sonst ist leider halt Schule ein ziemlich großer Faktor, warum ich nicht so aktiv bin. Es liegt eigentlich meistens immer an der Schule, weil wenn ich nach 9 Stunden Schule aus der Schule einfach nach Hause komme, dann habe ich keine Lust mehr, mich noch vor die Kamera zu setzen, ein YouTube-Video zu filmen. Aber ich werde jetzt versuchen, wieder aktiver zu werden, weil es mir einfach Spaß macht und ich habe wieder Freude dran gefunden. Ja. Dann war auch noch die Frage, wirst du wieder so Videotage machen oder bleibt es so, wie es aktuell ist? Also eigentlich ist ja mein fester YouTube-Videotag auf jeden Fall Sonntag. Die Uhrzeit ist immer unterschiedlich, also entweder 12 Uhr, 14 Uhr oder 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich wirklich YouTube-Videotage machen werde, aber ich denke auf jeden Fall Sonntag. Ob ich 2 Videos die Woche schaffe, weiß ich halt einfach nicht. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Video die Woche mindestens zu posten jetzt in nächster Zeit. Und ich hoffe sehr, dass ich es durchziehen kann, weil ich habe es mir echt vorgenommen. Also die nächste Frage war, in welche Klasse kommst du nach den Ferien? Ich komme nach den Ferien in die 12. Klasse. Ich bin ja aktuell in der 11. Klasse. Und das ist dann auch so, dass ab nächstem Jahr das dann alles ins Abitur zählt. Also die 12. und 13. Klasse. Boah, es ist so warm in diesem Auto. Ja. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, auch wie das wird nächstes Jahr. Also in Hessen ist es halt so, dass wir G9 haben und das erst ab der 12. Klasse ins Abi zählt. In anderen Bundesländern ist es ja irgendwie ein bisschen anders, dass es nur bis zur 12. Klasse geht und ab der 11. schon zählt. Aber bei uns ist halt so, dass es erst ab der 12. Klasse zählt. Genau. Die Frage habe ich auch sehr häufig bekommen.
Und zwar, wo ist die? Wann wirst du dir ein Auto kaufen oder ob ich mir überhaupt ein eigenes Auto kaufen werde? Und zwar ist es so, ihr wisst ja alle, glaube ich, mittlerweile, was mein Traumauto ist. Und zwar ein Mini mit 5 Türen. Also die Farbe ist mir eigentlich relativ egal, weil ich finde zum Beispiel Grau ganz schön, ich finde aber auch Weiß schön, ich finde Beige schön und ich finde Schwarz schön. Also keine Ahnung, die Farbe habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Aber auf jeden Fall wird es dann auch so sein, dass das nicht komplett mein eigenes Auto ist. Also ich teile mir das mit meiner Mutter dann und wir benutzen das sozusagen als Zweitauto. Und ich werde es aber auf jeden Fall dafür benutzen, um in die Schule zu fahren, weil meine Schule ein bisschen weiter weg ist und ich sonst immer mit der Bahn fahre. Aber das halt deutlich kürzer ist mit dem Auto und auch für mich viel, viel praktischer, weil dann kann ich in den Freistunden auch mal nach Hause fahren und muss halt nicht, wenn wir 3 Freistunden haben, die in der Schule bleiben, weil es sich halt mit der Bahn nicht lohnt, da nach Hause zu fahren. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Oder wenn die Bahn ausfällt, kann ich Auto fahren. Das wird auf jeden Fall eine große Erleichterung sein. Oder wenn ich ins Training halt fahren kann. Weil ich habe jeden Tag die Woche Training, außer am Wochenende und donnerstags. Also ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag Training. Und da müssen mich eigentlich sonst immer meine Eltern fahren. Wir haben auch so Fahrgemeinschaften noch gebildet mittlerweile. Aber das ist halt dann auch eine große Erleichterung, wenn ich auch fahren kann, weil dann kann ich auch mal die anderen abholen und wir können so ins Training fahren und das entlastet auch unsere Eltern und ja. Wie häufig und wie lang hast du immer Training? Also ich habe montags 2 Stunden Turnen, dienstags 2 Stunden Tanzen, Mittwoch 1,5 Stunden Turnen und Donnerstag nix und freitags habe ich 2 Stunden Turnen erst mal und dann noch 2 Stunden tanzen, also so direkt hintereinander. Ich gehe dann aber 1/2 Stunde früher vom Turnen. Ja. Bist du zufrieden mit deiner neuen Schule oder fandest du die alte besser? Also dazu kurz zur Erklärung, weil das einige immer irgendwie falsch verstehen. Ich war ja 4 Jahre lang in der Grundschule, ganz normal. Dann war es bei uns so, dass man auf eine neue Schule gehen musste. Dann bin ich auf ein Gymnasium gegangen. Aber die Schule, also auf der ich war, die ist halt nur eine Schule von der 5. bis zur 10. Klasse. Da war Julina auch auf der Schule. Und dann nach der 10. Klasse muss man halt wieder auf eine andere Schule gehen. Das ist dann die Oberstufe. Und es geht jetzt darum, ob ich meine Schule besser fand, in der ich von der 5. bis zur 10. Klasse war. Also muss ich ganz klar sagen, nein. Ich finde die Schule viel besser, auf der ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ich finde, es ist dort alles irgendwie viel angenehmer. Und ich mag auch die Leute und so. Ja, genau, also ich bin auf jeden Fall zufriedener mit der Schule jetzt. Es ist halt ein kleines bisschen schwerer geworden, aber das ist ja auch normal. Aber ich fand, es ging sogar. Ich habe es mir noch schwieriger vorgestellt. Und bei uns war das jetzt ja an der 10., in der 11. Klasse auch noch so ganz normal, dass wir eine Klasse hatten und noch nicht so Kurse. Also außer halt in Religion und so. Also es war gar nicht so ein großer Unterschied, aber ich mag die Schule lieber, muss ich eigentlich ehrlich sagen. Ich finde, die ganze Atmosphäre dort ist einfach viel, viel besser. Also, ja, ich weiß nicht. Wie war für dich die 11. Klasse? Schwer, leicht, notentechnisch, sowas halt. Also, es war eigentlich genauso wie die 10. Also, ich habe eigentlich auch genauso Noten. So, ja, es ging halt eigentlich normal weiter. Also, es hat sich jetzt nicht so krass viel geändert. Das Ding ist halt, es war auch ziemlich ähnlich halt zur 10. Klasse. Ich glaube, die 12. Klasse wird jetzt nochmal ein großer Unterschied. Also, das ist dann Q1. Das war jetzt ja E-Phase, also die 11. Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr das alles versteht, weil ich weiß nicht, ob ihr das gleiche System habt halt. Aber es war jetzt nicht so eine krasse Umstellung. Also, ich hatte es mir viel, viel krasser vorgestellt. Also, es war halt, dass es komplett neue Leute waren: neuer Ort, neue Schule, neue Lehrer, alles neu. Das war halt so eine kleine Umstellung. Aber man hat sich dann da eigentlich auch relativ schnell eingefunden. Also, so die ersten Tage waren ein bisschen hart irgendwie. Ich war da noch mit einer anderen Freundin, aber sonst kannten wir halt niemanden und wir haben uns so lost gefühlt. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Also, mittlerweile kennen wir einige und es ist auf jeden Fall viel besser als am Anfang und ich mag's. Jetzt kommt dein Auto. Hast du ein paar Tipps für die Oberstufe? Was sollte man wissen, bevor man in die Oberstufe kommt? Dazu habe ich mir vorgenommen, weil ich mache eine Back-to-School-Reihe und da mache ich so ein Video zu dem Thema. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen und da mache ich das ein bisschen ausführlicher, weil ich glaube, das ist jetzt schwierig zu beantworten in dem Video, aber ich mache noch ein Video dazu. Freust du dich auf das neue Schuljahr? Also irgendwie sind jetzt ziemlich viele Fragen mit Schule in diesem Video, aber ich bin aufgeregt vor dem neuen Jahr. Wir haben jetzt erst unseren Stundenplan bekommen für nächstes Schuljahr und der ist
Weiß ich nicht. Ist schon ein bisschen blöd. Also es geht so. Ich habe halt jeden Tag lang Schule außer Freitag. Das ist halt nicht so geil und ich habe auch so Freistunden dazwischen, wo ich nicht nach Hause kann, außer ich habe ein Auto, aber das dauert ja noch, bis ich 18 werde, weil ich werde ja erst im Dezember 18. Ja, ich kann euch den Stundenplan ja mal irgendwo einblenden. Ich habe den nur so ganz provisorisch aufgeschrieben und wir haben jetzt auch schon die Lehrer bekommen. Wir durften vorher Lehrer wählen, aber ich bin natürlich nicht in alle Kurse gekommen, wo ich mir den Lehrer so gewählt habe, weil das geht halt nicht. Aber in einigen und ich bin eigentlich relativ zufrieden. Aber ich hatte den Stundenplan, also ich hatte es ein bisschen anders gewählt, so dass ich nicht so oft Nachmittagsunterricht habe. Jetzt ist halt doch so. Ja, ich hoffe, dass es nicht so blöd wird. Auch mit Training und so. Also es müsste eigentlich klappen, aber es ist halt trotzdem ein bisschen blöd, vor allem montags, weil ich da halt erst um 16 Uhr nach Hause komme und um 17 Uhr direkt Training habe. Und da habe ich dann nur so eine halbe Stunde, um zu essen, mich fertig zu machen und so. Ich glaube, das wird sehr stressig, vor allem in Klausurenphasen auch. Ja. Yep. Trägst du Kontaktlinsen? Welche Stärke hast du? Ja, also ich glaube, das habe ich schon öfter beantwortet. Ich habe Kontaktlinsen. Ich habe, glaube ich, auf beiden Augen mittlerweile die Stärke 3. Also ich bin kurzsichtig. Also ich sehe kurz gut und weit nicht. Ja. Und ich habe keine Brille im Moment. Also ich nehme wirklich nur Kontaktlinsen. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich auch eine Brille hätte, wo ich das so abwechseln kann. Ja. Was hast du in den Ferien vor? Also, wir haben ja 6 Wochen Ferien und die ersten 3 Wochen werde ich mit meiner Familie in Urlaub fahren. Wenn alles klappt, ich hoffe, dass alle gesund bleiben und so nichts noch mit Corona oder so passiert und sonst auch alles klappt. Also, wir würden die erste Woche nach Italien auf jeden Fall und an den Gardasee, meine ich. Ich glaube, die erste Woche oder die ersten 1,5 Wochen, ich habe keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall nach Rimini noch weiter und da glaube ich noch fast 2 Wochen und dann wollen wir noch irgendwann einen Ort in Italien. Ich weiß es nicht, wir wissen es selber noch nicht genau, das gucken wir dann halt spontan. Aber auf jeden Fall 3 Wochen, glaube ich. Und dann wollte ich vielleicht noch mit Julina Urlaub machen, so eine Art Jugendreise, aber wir wissen noch nicht zu 100%, ob es klappt, also das ist noch nicht sicher, aber es wäre richtig, richtig, richtig cool, wenn es klappt. Aber ja, die wäre dann auch noch fast 2 Wochen lang. Und die wäre direkt danach, also dann wäre ich die ersten 4,5 oder 5 Wochen von den Ferien komplett unterwegs. Und die Jugendreise wäre auch nach Italien. Ja, also das habe ich so vor. Also ziemlich viele Reisen, wenn es klappt. Und Back-to-School-Videos filmen auch noch. Und generell halt mit Freunden was machen und so und in den See gehen. Denkst du, du bekommst Abi, Social Media und Turnen und Tanzen unter einen Hut? Das ist eine gute Frage, weiß ich selber nicht. Also ich bekomme es nicht so gut hin teilweise. Also ich stelle halt dann Social Media komplett hinten dran und konzentriere mich dann halt nur auf die Schule. Was halt nicht so gut ist für Social Media, weil ich dann halt inaktiv werde und so alles. Und das will ich ja eigentlich gar nicht, aber es geht halt nicht anders, weil ich muss halt Schule vor Social Media auf jeden Fall stellen. Ja, und das wird halt schwierig. Also zum Glück ist jetzt aber dann die Saison von den Tourenwettkämpfen sozusagen erstmal vorbei bald. Und dann ist halt erstmal nur noch Training und also keine Wettkämpfe, nur noch Training und Schule. Das kriege ich eher hin, als wenn ich in der Zeit auch noch Wettkämpfe habe. Also das ist ein bisschen schwierig und ich muss dann halt auch richtig Schule durchziehen, weil es zählt ins Abi rein. Ich will mein Abi nicht verkacken. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen werde. Ich werde euch ja dabei mitnehmen. Ich hoffe, ich werde es einigermaßen gut schaffen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch gar nicht und ich kriege es gar nicht mehr unter einen Hut. Ich kann es leider nicht einschätzen. Aber ihr werdet es ja sehen. Ja, ich finde es irgendwie so cool. Ihr begleitet mich jetzt einfach schon seit der 9. Klasse. Ihr habt meine Entwicklung gesehen von der 9. Klasse jetzt bis zur 12. Klasse. Das ist schon krass irgendwie. Und ich habe auch nicht vor, aufzuhören. Also ich werde auf jeden Fall noch weitermachen. Wann kommen Back-to-School-Videos? Die will ich auf jeden Fall in den Ferien drehen. Das Problem ist halt, wenn wir die Jugendreise machen, was ja noch nicht sicher ist, dann kommen die Back-to-School-Videos erst später online. Wenn ich die Jugendreise, also wenn das nicht klappt mit der Jugendreise, kommen sie früher online. Also das wäre halt besser für euch, weil ich weiß, dass viele jetzt schon Ferien haben und dass die Ferien dann aufhören, denn bei uns gefühlt erst die Ferien anfangen. Deshalb wollte ich die eigentlich relativ früh machen, aber wenn ich im Urlaub bin, geht es halt nicht. Also ich werde es so früh wie möglich machen, aber ich weiß nicht, weil ich kann es nicht versprechen. Weil das halt irgendwie so unterschiedlich ist mit den Ferien dieses Jahr. Es ist richtig blöd. Du hast mir meine Angst vor meiner Fahrprüfung genommen und hab bestanden. Danke. Das freut mich auf jeden Fall sehr, weil ich hatte euch ja damals auch mitgenommen bei meiner
praktischen Prüfung und ja, das Video. Oh Gott, wenn ich mir das mal anschaue in ein paar Jahren, das ist auf jeden Fall interessant, aber das freut mich und ihr braucht auch keine Angst zu haben vor eurer praktischen Prüfung, weil bei mir ging das voll klar alles. Also ihr könnt euch das Video anschauen, da habe ich euch komplett auch mitgenommen. Das war ja im April, das ist jetzt auch schon 3 Monate her, dass ich meinen Führerschein habe. Es ist so krass. Aber ich bin auch so erleichtert, weil ich weiß noch genau, wie ich euch am Anfang mitgenommen habe, damals, als ich meine ersten Theoriestunden hatte und so. Letztes Jahr. Ich weiß es einfach noch genau. Und jetzt habe ich einfach meinen Führerschein. Das ist so krass. Die Frage wird auch irgendwie ziemlich häufig gestellt. Und zwar, wissen deine Lehrer, dass du Social Media machst? Also das habe ich schon öfter erzählt, auf meiner alten Schule wussten es alle Lehrer. Das war ziemlich lustig eigentlich. Aber auf meiner jetzigen Schule wissen es, glaube ich, ein paar Lehrer. Man spricht dann halt mal drüber so. Aber es ist jetzt auch nicht so weiter interessant eigentlich. Ja, und dann bin ich auch froh drüber. Eigentlich, also ich gehe jetzt nicht so hin und erzähle allen, dass ich Social Media mache. Ich erzähle das eigentlich nicht so, wenn ich jemand Neues treffe. Freust du dich schon auf deinen 18. Geburtstag? Oh, das ist eine interessante Frage. Ich bin morgen auf einem 18. Geburtstag, also von jemand anders. Ja, ich freue mich auf meinen 18. Geburtstag. Dann kann ich alleine Auto fahren und so. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber ich weiß halt nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss davor, wenn ich daran denke, dass ich diese Party dann planen muss. Weil, oh Gott, mein Bein ist voll eingeschlafen. Ich habe keine Ahnung, wen ich einladen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wo. Das stresst mich jetzt schon alles und keine Ahnung. Ich glaube, als Gastgeber ist es generell dann so ein bisschen stressig. Und man will halt, dass der 18. Geburtstag schön wird. Und ich mache mir jetzt schon Stress einfach. Und das ist noch so lange. Hast du schon einen Plan, was du nach dem Abi machst? Also das habe ich ja schon so indirekt beantwortet eigentlich. Ich würde gerne erstmal ins Ausland gehen. Für wie lange, weiß ich auch noch gar nicht. Keine Ahnung, mal schauen, was sich halt dann ergibt. Aber so vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ich weiß auch noch nicht genau, wo. Aber ich meine, ich habe ja auch noch richtig viel Zeit. Ich habe noch 2 Jahre Zeit. Das ist erst 2024 und ich muss erstmal mein Abi schaffen, Freunde. Ja, aber ich würde auf jeden Fall gerne ins Ausland irgendwie. Und dann würde ich, glaube ich, schon gerne studieren aktuell. Ich bin mir aber noch nicht zu 100% sicher, was. Also, keine Ahnung. Ich denke aber, ich muss mir da jetzt noch keinen Stress machen. Ich denke, das wird sich dann alles so von selber finden und ergeben. Hoffe ich zumindest. Ja, ihr werdet es ja dann sehen in 2 Jahren, was ich jetzt mache. Oh, der Wind tut gerade so gut. Oh mein Gott, das ist aufs Dach gefallen. Weil wir stehen hier unter einem Baum. Also eigentlich war es jetzt auch schon mit den Fragen. Ich hoffe, dass es euch irgendwie gefallen hat. Und ja, genau. Ich hätte auch mal Lust, wieder irgendwie einen Girls Talk oder sowas zu machen. Also Vlogs mache ich ja sowieso. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Videos habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Aber so ein Girls Talk wäre auch mal wieder nice, weil das ist ja auch einfach so ein Laber-Video und ich mag solche Videos sehr gerne. Aber wenn ihr noch andere Videos habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall mache ich noch so ein Laber-Video, wo ich euch darüber erzähle, wie die 11. Klasse jetzt war, der Wechsel von einer auf die andere Schule. Also habe ich ja schon immer so grob erzählt. Aber jetzt werde ich es euch dann halt nochmal so ausführlicher, glaube ich, in einem Video einfach erzählen. Und vielleicht mache ich auch noch so ein Video, wo ich euch so Sachen zeige, die halt praktisch waren für die 11. Klasse oder so. Na, keine Ahnung. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall ein paar coole Videos. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall ein paar coole Videos. Und ja, da wollte ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und ich versuche wieder aktiver zu werden. Ich versuche es jetzt durchzuziehen. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!